Die hohen Preise auf dem schwarzen Markt machten den Wertverlust des Geldes deutlich. Die offiziell versteckte Inflation trat offen zutage. Wer nichts zu tauschen hatte, war schlecht dran. Auf der Suche nach einem Ersatz für die wertlos gewordene Reichsmark griff man zur Zigarettenwährung. Sie wurde von Kaufleuten und Handwerkern akzeptiert. Wer viel Geld gespart oder ergaunert hatte, wollte es so schnell wie möglich wieder loswerden. Man legte es in Sachen an, die ihren Wert behalten oder steigern würden.